Willkommen, Freunde, zu einem neuen Projekt. Wir spielen Watch Dogs Legion oder Legion. Ja, es ist für mich wieder mal ein Blind-Projekt. Ich habe es vorher noch nie gespielt, auch wenn das ja jetzt schon ein bisschen auch wenn es das jetzt schon etwas länger gibt, habe ich trotzdem noch nicht gespielt. Die Einstellung habe ich soweit gemacht. Ich hoffe mal, das läuft doch alles und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal ein neues Spiel und schauen mal, was uns hier so erwartet. Der klassische Modus bietet das traditionelle Watch Dogs Legion Erlebnis. Aha. Sobald der klassische Modus ausgewählt wurde, kann der Spielmodus nicht mehr geändert werden. Aber die Schwierigkeit und dauerhafter Todeinstellung sind auch noch nach der Auswahl wählbar. Der Widerstandsmodus bietet ein herausforderndes Erlebnis, bei dem DedSec sich gegen ein noch gefährlicheres London und den unstillbaren Blutdurst von Albion wappnen muss. Gefechte, Schleicheinlagen, Nahkämpfe und Verfolgungen sind wesentlich schwieriger. Schnellreisen sind begrenzt und der Modus dauerhafter Tod ist aktiv. Ideal für Spieler, die auf der Suche nach einem fesselnden und gnadenlosen Erlebnis sind. Ich glaube, wir bleiben hierfür mal bei dem klassischen Modus. Was ist das denn? Wenn dauerhafter Tod aktiv ist, sterben die Agenten und verschwinden für immer aus dem Spiel, wenn sie tödlich verwundet werden. Das Spiel endet, wenn kein Agent mehr verfügbar ist. Im Ironman-Modus kann der dauerhafte Tod während des Spielgeschehens nicht Hinweis, im Multiplayer ist der dauerhafte Tod deaktiviert. Ich glaube, wir lassen den einfach mal aus. Weil sonst sehe ich schon kommen, dass wir dann irgendwann wenn wir die Hälfte vom Spiel durch haben, kein Agent mehr haben, das wäre ja blöd. Jetzt würde ich sagen, mal Spiel starten. Der Dorf kann nicht aktiv werden. Achso, ja. Ist nicht änderbar. Bestätigen. Dann schauen wir mal. Ach, London, was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Kunst. Multikulturalität. Und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine erstklassige Stadt. Erste Sahne. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Wie ist der Status? Barrierensicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dorthin, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Ubisoft präsentiert. Bin drin. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davon gestürmt, vielleicht. Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung würde uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dorton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klappier 2 und an die Arbeit.
Da ist sie. Der Typ sind wir? Ach du Scheiße. Oh Gott, na gut, der sieht da... Okay. Drücke F, um ihn auszuschalten. Ah ja. Will nicht ablenken, wir hauen ihn direkt nieder. Das tat dir mehr weh als mir. Hä? Ja, wäre auch blöd, wenn andersrum. Ah, so. Okay. Mit der Steuerung hier vertraut machen. Ich hoffe, dass das mit der Grafik und so alles hinhaut. Ich muss die leider... Die Tanzen gefallen und sei leise, Dalton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? Ich hoffe, dass mit der Grafik ist noch okay. Ich muss die leider ein wenig nach unten drehen, weil ich sonst mal ohne Aufnahme, wenn ich das nicht aufnehmen würde, wäre es ja kein Problem. Aber leider... Ja, ich arbeite dran, dass das auch funktioniert. Aber darum geht es jetzt nicht. So, ich kann glaube ich nicht springen, wenn ich in der Hocke bin, ne? Kann gar nicht springen. Hä? Soll ich hier runter? Achso, ich soll hier runterspringen. Halt an, an einer versperrten Tür gedrückt, um die Verbindung zu... Achso. Da hinten. Hallo Wenn da einer reinläuft, dann knallt's oder wie? Kann ich mit dieser oben was machen? Sieht gerade nicht so aus, wie komme ich denn da hoch? Ihre Profile sind stark verschlüsselt. Nichts, woran man sie identifizieren könnte. Ah, Geister im System. Hey, der Geister im System, ja super. Ja, sieht man gar nichts. DedSec as fuck, ah ja. Da steht, proud to be resisting, oh Mann, Leute. Sie haben hier jede Menge DedSec-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen? Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei DedSec hier gewesen. Shit. Du musst verflucht vorsichtig sein, Dalton. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Ja, das war der Computer. Ich würde mich nicht wundern, wenn die auch eingebaut haben, Computer sagt nein. Ja, komm, geh auf. Na, okay, Spaß beiseite. Gucken wir mal weiter. Schauen, was wir hier noch finden. Elektrik unter Strom. Wiederholen. Feuerwerk bereit. Aha. Leck mich doch. Hier sind überall Sprengladungen. Himmel, dieser Kanister. Buckley, ist das... RDX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleich zu machen. Findest du den Zünder, Bagley? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über dir streamt. Das passt. Bin unterwegs. Okay.
weiter. Damit habe ich dann nicht gerechnet. Rund um die Bomben haben sie Dedsec-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Bin schon unterwegs. Dann müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie entschärfen. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren. Ach du meine Güte. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Hab den Zünder gefunden. Er ist definitiv scharf. Berkeley, ich werde hier Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Fuck. Ohne Berkeley haben wir keine Chance. Wartet. Ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Berkeley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck. Kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dalton. Oh, da werde ich drauf. Besuch an der Hintertür. Shit. Dalton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Bagley? Hängt davon ab, wie oft du mich mit Fragen nervst. Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Fuck. Sie sind da. Ich halte sie auf. Oha. Was Neues, Bagley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. Au! Oh. Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Geh in Deckung! So. Ich werde hier beschossen! Ich brauche einen Schattenwagen! Gütiger Gott! Ich brauche Deckung! Und den sprengen wir in die Luft. Ich stecke hier fest. Ja! Raumkapsel
Okay. Brauche Munition. Was mache ich bloß? Ah. Was stimmt mit dem Ding? Ein Problem, Dalton. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort. Ah. Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjagt. Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Sieh her, Bagley. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Toran-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Sabine! Oh fuck! Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Oh shit! Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Laut Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich's auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Oh, fuck. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Ja. Dalton, wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Komm schon, lad schneller runter. Komm schon. Wow. Okay.
Bingo. Was? Nein, nein, nein. Gut gemacht, Norton Wolf. Ich bin beeindruckt. Zum Teufel seid ihr? Du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausender... Ganz genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg? Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Nein, nein, nein. Zeit für einen Neustart. Oh mein Gott. Hoppala. Drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt. Es wird aber davon ausgegangen. Sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles auf. Pressekonferenz in der Downing Street, bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Londons übertragen wurde. Cass schwor, Dance-Acting festzumachen. Die Terrorgruppe, die in den anderen Demonstrationen nutzte, Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Dance-Act zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrührer. Unternehmens melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend. Aufgeräumt, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Albions Mandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Kontrollen. Ist der Trafalgar Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Stühle. Vor dem Umlauf von Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien der Terroristengruppe DeathSec seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Alter, die quatschen ja komplett das Gegenteil von dem, was gezeigt wird. Das ist ja... Oh Mann. Und was mit unserem Protagonisten? Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit nicht hochfahren. Aha. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. Oh, hi. Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DeathSec. Ah. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir DeathSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Joan an. Und unsere Stadt! Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Albion hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als DeathSec jemals. Riecht nach Sündenbock. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt DeathSec die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten.
Sie haben wohl keine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? DedSec ist ihnen ein Dorn im Auge. Wen könnte man also besser beschuldigen? Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war DedSecs wahres Gesicht. Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor DedSec als vor den verschiedenen Londoner Gangs, etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt. Aber niemals würden die das Parlament in die Luft jagen. Als nächstes Crypto King. Ich würde sagen, ich bin ganz blöd abgestürzt. Okay, nochmal. Möchte ich mir den ganzen Quatsch nochmal anhören? Naja, wenn man keine Beweise hat, einfach irgendwie nehmen. Steuerung anzeigen. Mal gucken. Achso. Ne, brauche ich eigentlich nicht, ich weiß ja. Nur weil ich runtergefallen bin, meine Güte. Wo bin ich jetzt hingegangen? Achso, ja. Muss erstmal wieder da hoch. Komme ich überhaupt noch da hoch oder habe ich mich jetzt irgendwie... Ich habe ein Problem, oder? Da muss ich hin, aber... warte mal. Oh, ich komme... Okay, ich komme hier gerade nicht raus. Ja, da muss ich hin. Ich komme aber, glaube ich, nicht mehr da oben drauf. Doch, ha! Okay, man kann hochspringen, gut. Mal gucken, ob sie jetzt gleich weiter quatschen. Nee, scheinbar nicht. Wieder Blumen? Es ist immer noch Blumen. Jawohl. Sehr schön. Eieiei. Scheiße, es ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot. Okay. Wähle deine ersten drei Agenten. So, Tyrone Hazen, Schmuggler, wurde wegen Befehlsverweigerung aus dem British Armed Force entlassen, aha. DedSec hat ihm geholfen, letzte Vorfälle, DedSec hat ihm geholfen, sein Vorstrafenregister zu löschen. 29, Schmuggler, Gehalt, als Schmuggler scheint er ganz gut zu verdienen. Bekanntschaften. Aaron Wady, aha, und die Mutter, ja, okay. Metadaten, geboren, das Nordirland geboren, aha, das ist okay. Er hat eine Blume und was extra. Machen wir den einfach mal als erst. Komm, nehmen wir mal den. Ah, die sind sich aber verdammt ähnlich, oder?
Ja, okay. Also, gut, die hat kein... Na, lassen wir es mal. Was hat die denn so? Schafft es trotz Knöchelbruch bei einem Marathon ins Ziel. Wow. Nimmt weniger Schaden. Kürzere Verletzungszeit, aha. So, was hat... Detzek hat ihrer Familie geholfen, politisches Asyl zu bekommen. Oh, was für ein Verbrechen. 39 ist sie, Fitnesstrainerin. Mhm. Okay, ja, Bekanntschaft und Buchmacherin. Kommt Mittel gegen Pilzinfektion. Soll ich, gucke ich mir die jetzt alle an? Oder halbautomatische Schrotflinte. Oh, das hört sich doch schon mal nach was an. Vorgeladen wegen Tretens eines mit einer Albinenwache zwischen... Ja, richtig so. Detzek hat ihre Freundin vor einem Menschenhändlerin gerettet. Oh, was für ein Verbrechen. Arbeitslos. Ja. Aber hat eine Schrotflinte. Schwester und ein Komplize, aha. Arbeitslos, okay. Hat einen Räumungsbefehl erhalten. Ich glaube, die nehmen wir. Und was bist du für einer? Oh, der hat ein Motorrad und eine Paintball-Waffe. Einzigartige Waffe, okay. Ist bei der Motorradführerscheinprüfung durchgefallen, hat aber ein Motorrad, sehr geil. Detzek hat seinen Freund vor unrechtmäßiger Abschiebung gewahrt. Oh, wie schlimm. 20 Jahre Entertainer, 8900, mhm. Trainerin und Freund, okay, eine Trainerin und eine feste Freundin. Hat als Kind geschauspielert, okay. Besuchte ein Filmfestival, mhm. Ich glaube, wir nehmen den einfach. Oh, was bist du, was hast du hier? Auch eine einzigartige Waffe, ein LTL-Pfeil, aha. Arbeitet in einem Kinderkrankenhaus im Ausland. Was hast du denn für eine... Detzek hat eine Extremistengruppe ausgeschaltet, die es auf ihn abgesehen hatten. Oh, wann? 53, Beruf Arzt. Der Arzt verdient hier weniger als... Egal. Ist mit 15 von zu Hause ausgezogen. Lotteriegewinn von 2 Millionen im Jahr 2019. 57. Was hat... Ja. Detzek hat dabei geholfen, ihr Viertel vor der Zerstörung zu bewahren. Fragte Beckley, wie finde ich Freunde? Oh Gott, das ist aber... Ich glaube, ich bleib bei dem. Wir nehmen den. Ja, aber was stand hier unten? Was stand so ein Knochenbruch? Suchte nach Knochenbrüche selbst richten. Junge, ob das so eine gute Idee ist? Ich glaube, wir nehmen den. Willkommen beim Widerstand. Diese Personen werden die ersten Mitglieder deines DeadSec-Teams. Bau dein Team weiter aus, indem du neue Mitglieder rekrutierst. Okay. Ach, wir spielen jetzt den. Okay. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, Detzek braucht dich. Ich schick die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Okay. Einfach okay. Wenn wir die jetzt eigentlich alle... Ne, scheinbar noch nicht. Die Karte zu öffnen. So, wir sind hier. Und wir müssen dahin. Details.
Belebe Detzek wieder. Finde den Eingang zum Versteck. Die tragischen Anschläge liegen bereits einige Monate zurück und London als Stadt hat sich verändert. Detzek scheint über Nacht plötzlich verschwunden zu sein und die Widerstandsgruppe ist gespalten. Aber ein Detzek-Mitglied hat offenbar überlebt und will die Bewegung von neuem aufbauen. Antworte auf Sabines Anruf und finde das Versteck. Belohnungen, okay. Daten, was haben wir hier? Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe Detzek. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir Detzek verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Thoran an! Und unsere Stadt! Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Albion hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als Detzek jemals. Riecht nach Sündenbock. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt Detzek die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Sie haben wohl keine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? Detzek ist ihnen ein Dorn im Auge. Wen könnte man also besser beschuldigen? Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war Detzeks wahres Gesicht. Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor Detzek als vor den verschiedenen Londoner Gangs, etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt. Aber niemals würden die das Parlament in die Luft jagen. Als nächstes Crypto King. Fühlst du dich mit Pseudonym sicherer? Ja, unbedingt. Jeder sollte doch seine Identität schützen. Gerade jetzt, wo wir wissen, wozu sie fähig sind und wie weit sie für ihre Ziele gehen. Warte mal, meinst du die Regierung? Behauptest du etwa, dass die Regierung für die Anschläge verantwortlich ist? Oh, glaub mir, Claire. Sie waren es nicht allein. Alle stecken mit drin. Die Regierung, Albion, Sirs, Bloom, Sky Scheiß Larsen und die gesamte Downing Street. Sie wollen, dass wir Angst haben, wollen unsere Gedanken kontrollieren, jeden Tropfen Nutzbarkeit aus uns rauskitzeln und nach dem Tod sogar unsere Leichen verkaufen. Und was sollen wir dagegen tun, Crypto King? Untertauchen. So tief, dass kein elektrisches Signal durchkommt. Es geht nicht anders. Okay, ich bedanke mich bei allen Anrufern. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, um mit mir die Wahrheit zu suchen. Nächste Woche besprechen wir bei Buccaneer Radio den Albion-Konzern. Wer sind die Männer und Frauen, die fette Löhne für die Verteidigung der Stadt kassieren? Schützen sie uns? Schützen sie London? Oder die Interessen anderer? Bis nächste Woche, Piratenfreunde. Das war's von Claire Waters. Okay, war doch gut. Haben wir uns das auch schon... Da haben wir uns den Rest auch mal angehört. Wunderbar. Oh, stopp. Wie kriegt das Radio aus? Da. Aus. Geht nicht. Ja, hier? Aus. Sonst wird das wahrscheinlich... Ich muss mal gucken, ob ich das in Einstellungen einfach dauerhaft ausmachen kann. Habe ich keinen richtigen Weg zu der Karte? Aber ich meine... Verfolgen. Okay. Ah, hier Wegpunkt setzen. Aha. Alter, oh Gott. Muss ich erstmal die Steuerung hier. Okay. Ja, okay, es geht. Oh, schönes Auto. Schönes Auto gewesen. Hm. Alles Einbahnstraßen hier. Ach Gott, London, natürlich. Oh Mann, ich muss auf der... Auweia, das könnte noch lustig werden. Mal gucken, wie oft ich vergesse, dass ich jetzt auf der anderen Straßenseite fahren muss. Was ist das? Achso, das könnte ich hacken, okay. Ist immer gut zu wissen. Oh weh, oh weh.
Also es wird bestimmt einige Male geben, wo ich versehentlich auf der falschen Seite rumfahre, aber... Ah, muss ja abbiegen. Besser. Und nochmal ab. Wenn ich nochmal abbiege, fahre ich im Kreis. So. Wo kann ich das Auto abstellen? Und ich parke es einfach mal hier. Ups. Nee. So. Entschuldigung, ich habe einen Stau verursacht. In Ordnung, gucken wir mal. Aha. Ich kann noch keine Profile einsehen, oder? Weil ich krieg von keinem hier keine richtigen Daten. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu der Zeck gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Eine manuelle Überbrückung zu einem Geheimgang? Wenn ich nachher Knoten hacken darf, geht mir einer ab. Ach du meine Güte. Okay. Hä? Warte mal, was mal. Ach so, ah, den muss ich erst. Ah ja. So. Das haben sie beibehalten, okay? Du gehörst zu Sabine, stimmt's? Dann sehen wir uns später unten. Wer hat das jetzt gesagt? Weiß nicht. Achso, Moment. Wie komme ich das rein? Muss ich. Ah ja. So kommen wir rein. Sieh mal an. Sesam, spreiz die Beine. Alter, ey. Nicht so. Sesam, spreiz die Beine, okay. Kopfhörer. Hey, jemand da? Wo ist der Lichtschalter? In unserer heutigen Episode von The Upload sprechen wir darüber, wie Bagley es geschafft hat, London zu erobern. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich könnte stundenlang über den Aufstieg des KI-Systems reden. Es ist leicht, seine Ursprünge zu vergessen, so allgegenwärtig wie es heute ist. Bagley ist einfach fester Bestandteil des Alltags. Bagley ist die Dienst-KI, die in jedem Optikgerät integriert ist. Immer wenn man eine Optik nutzt, ist Bagley zur Stelle. Die KI wird von Blooms Befehlszentrale aus in alle Optics gestreamt. Entwickelt wurde sie von Sky Larsen, unserer Technologieheldin, als Teil ihrer technoutopischen Pläne für die Welt. Warum hat sie sich wohl so schnell verbreitet? Also mich überrascht es überhaupt nicht, dass Bagley so beliebt geworden ist. Er ist lustig, nützlich, schnell. Ein toller Begleiter, der das Leben wirklich um einiges einfacher macht. Wenn man auf all die Dienst-KIs zurückblickt, die es davor gab, dann können die einfach nicht mithalten. Wenn man Bagley etwas fragt, egal was, bekommt man eine schnelle Antwort und jede Menge Informationen. Ich habe Bagley mal einen ganzen Tag lang alle meine Nachrichten beantworten lassen. Es ist einfach niemandem aufgefallen. Die Mitbewerber konnten Bagley nicht das Wasser reichen. Ihre Antworten waren deutlich schlechter. Sie verstanden einfach nichts. Bagley macht fast immer alles beim ersten Mal richtig. Weißt du überhaupt, warum Bagley seine Konkurrenz tatsächlich besiegt hat? Es liegt wahrscheinlich an den Daten, oder? Seit BrokerTech sich mit Bloom zusammengeschlossen hat, läuft alles anders. Und das ist ganz und gar nicht so toll. Bloom hat Daten über jeden und sie erheben über dein Optik-Headset Daten zu allem, was du im Internet tust. Ist die KI nicht nur dank Blooms Überwachung so gut? Naja, das kann schon sein. Aber über diesen Aspekt rede ich nicht besonders gern. Bagley ist so besonders, gerade weil er mit diesen gewaltigen Datenmengen gefüttert wurde. So funktionieren diese KI-Systeme.
Oder zumindest war das früher so. Wir wissen kaum etwas über die neueste Version, weil diese Technologie so streng geheim ist. Aber sie verfügen über riesige Mengen Trainingsdaten, quasi eine Megadatenbank, mittels der man der KI erklärt, wie Verhaltensmuster funktionieren. Wenn du also immer den gleichen Weg nach Hause nimmst, dann sagt sie dir voraus, wann du aufbrechen wirst und besorgt dir ein selbstfahrendes Auto, noch bevor du sie darum bittest. Das ist erschreckend. Irgendwie will ich nicht, dass dieser Datenhaufen mein Leben gestaltet. Manchmal versteht er zu viel. Es gibt Gerüchte über eine gehackte Version von Bagley. Davon habe ich gehört, ja. Angeblich nutzt DeadSec sie. Würde ich denen zutrauen. Jeder weiß, dass sie keine großen Fans von Bloom sind. Aber die Vorstellung von einem aufgemotzten Bagley, der ohnehin schon so intelligent ist, gruselig. Was sie mit ihm wohl so alles anstellen? Ich glaube, der Podcast ist zu Ende. Na gut. Wo genau soll ich denn hin? Da runter, okay. Sieht aus, als wäre es hier ein U-Bahn-Schacht oder sowas. Früher mal gewesen. Ja. Könnte. Ja, eine Telefonzelle mit Free Vibe. Geil. Was haben wir hier? Muss mir schon wieder alles möglich angucken. Huch. Diskette. Das Spiel New Skies wurde 1989 von der Londoner Firma Ridplay Software veröffentlicht. Das Ego Arcade Adventure erzählt die Geschichte eines Soldaten, der an einem Angriff der Menschen auf den Mars teilnimmt. Auf den Mars. So, die Menschen haben den Mars angegriffen. Ja, okay. Spieler müssen eine Widerstandsbewegung zerschlagen, indem sie geheime Alien-Waffenlager, Propagandamaterial und Mars-Kommandanten vernichten. Das Spiel war ein gewaltiger Flop. In der Folge wurde Ridplay Software aufgelöst und der ehemalige Geschäftsführer startete eine neue Karriere im Geheimdienst der Regierung, wo man seine Ideen wesentlich mehr Gehör schenkte. Aha. Den hatten wir schon. Hab ich dich endlich! Da hinten. Keine DeadSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Nein, 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 bloß nicht. Sabine schickt mich. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Bagley, DeadSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DeadSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Sollen wir das machen? Hier haben wir aber noch was zum Anhören. Ach Gott. Hier ist London Calling. Mit euch spricht Tash auf Buccaneer. Hier hört ihr, was ihr nicht hören sollt. In unserer heutigen Welt mussten wir uns daran gewöhnen, von der Optik an unserer Schläfe überwacht zu werden, von den Kameras um uns herum, bei jedem Klick, den wir online machen. Offenbar füttern wir mit allem, was wir tun, die Datenbestie. Warum wollen Datenriesen wie Bloom unbedingt unsere privaten Daten und unsere Metadaten? Was machen sie damit? Werden wir je wieder ein Privatleben führen? Was bedeutet Privatsphäre in der digitalen Welt? Und was passiert, wenn Kapitalismus und Überwachung eins werden? Wie ihr wisst, behandeln wir auf Buccaneer alle Namen vertraulich. Von einem sicheren Ort aus spricht jetzt Technologiestratege Charles. Er kämpft weltweit dafür, die Demokratie im Angesicht der Datenattacke stark zu halten. Wenn man genug persönliche Daten über jemanden gesammelt hat,
kann man vorhersagen, was er tun wird. Man weiß, wofür er sich möglicherweise engagiert. Aber hauptsächlich weiß man, wovor er Angst hat. Und wenn man weiß, wovor jemand Angst hat, dann kann man ihn manipulieren. Und ihn in eine bestimmte Richtung drängen. Und Daten von Bürgern werden auf alle möglichen Arten erhoben. Daten werden über Überwachungskameras erhoben. Daten werden über Fernsehgeräte erhoben. Und das müssen nicht mal zwingend supersmarte Fernsehgeräte sein. Und auch daraus, wie viel Strom die Menschen zu Hause verbrauchen und wie viel Wasser sie verbrauchen. In Großbritannien vor der Krise waren wir es gewohnt, alles umsonst zu bekommen. Plötzlich war alles gratis, was digital war. Aber die Leute hatten eines vergessen. Wenn man nicht dafür bezahlt, ist man selbst das Produkt, das verkauft wird. Ja. Wenn Technologie das Schlimmste am Kapitalismus zum Vorschein bringt, dann gilt das auch umgekehrt. Akademiker Alfie erklärt uns, wie große Unternehmen Big Data für sich nutzen. Historisch gesehen ist natürlich Folgendes passiert. Die Menschen haben ihre Privatsphäre gegen Komfort eingetauscht, als Smartphones und andere Technologien auf den Markt kamen und zu Massenware wurden, die massiv genutzt wurde. Nach und nach wurden die Leute so angezogen von all den angebotenen Technologien, dass der Datenschutz immer mehr in den Hintergrund rückte und heute mehr oder weniger verschwunden ist. Durch die Möglichkeit des Zugriffs auf diese Daten sind gewaltige Technologiefirmen wie Bloom um einiges mächtiger, als sie es sonst wären. Und nicht nur auf offensichtliche Weise. Natürlich muss man sich Sorgen darüber machen, was sie mit diesen Daten anstellen können. Sie können jeden verfolgen, jeden finden, herausfinden, was jede beliebige Person zu jedem Zeitpunkt macht. Aber ich glaube, es gibt noch wichtigere Gründe, warum die Daten diesen gewaltigen Unternehmen ermöglichen, unsere Gesellschaft zu kontrollieren und uns zu manipulieren. Bei vielen prädiktiven Technologien, die von diesen Tech-Riesen genutzt werden, geht es nicht nur darum, zu wissen, was wir tun werden, sondern darum, unsere Verhaltensmuster zu beeinflussen. Technologien schlagen einen also Wege durch die Stadt vor, Orte, Restaurants und Cafés, die man besuchen könnte, Musik, die man hören könnte. Und diese Vorschläge sagen nicht nur voraus, was uns vielleicht gefallen würde, sie beeinflussen auch, wie sich die Bürger bewegen, was sie essen, wie sie denken und wie sie ihre Stadt nutzen. So ist London zu einem Ort geworden, an dem eine kleine Gruppe kapitalistischer Überwachungsfirmen wie Bloom die Bewegungen von Individuen kontrollieren kann und so im Wesentlichen bestimmt, wie sie sich in ihrer Stadt bewegen, was sie tun, was ihnen gefällt und welche Art von Leben sie führen. Wir führen also quasi ein Outsourcing unserer Entscheidungsfindung durch. An eine riesige kapitalistische Firma, und das macht mir in höchstem Maße Angst. Alle diese Technologien können uns nicht nur so beeinflussen, dass wir der perfekte Kunde werden, sie können auch verhindern, dass wir radikale oder revolutionäre Dinge tun. Technologien anderer Länder haben beispielsweise Elemente wie Wärmebildkarten genutzt, auf denen man sieht, wo sich viele Menschen versammeln. Man kann Belohnungen in Spielen bieten, um die Leute auf einen anderen Weg zu lenken. Solche Dinge. Man kann Verkehrsdaten manipulieren, um zu verhindern, dass sich Menschen zu Protesten versammeln. Das passierte erst kürzlich in einigen autoritären Regimen auf unserem Planeten. Was wir hier also haben, ist nicht nur eine Reihe neuer Technologien, die aus Menschen ideale Kunden machen, sondern Technologien, mit denen man radikales oder störendes Verhalten in der Stadt tatsächlich verhindern kann. So kann man jede revolutionäre Bewegung ausbremsen. Wenn ihr also dachtet, ihr hättet ein Privatleben, gewöhnt euch dran. Ihr habt keins. Und kampflos bekommen wir unser Leben nicht wieder zurück. Ich bin Tash und ihr habt Buccaneer gehört. Wir informieren den Widerstand. Hört weiter zu, kämpft weiter und vergesst nicht, ihr gehört nur euch selbst. Eieieiei. Tja. Wie war, wie war. Nun gut. Ich würde aber mal sagen, für die Pilotfolge soll es das heute gewesen sein. Oder schließen wir den noch an? Na, ich weiß ja nicht, was da noch passiert. Vielleicht. Ne, ich glaube, den schließen wir beim nächsten Mal an. Den Computer. Oh, hören wir noch. Ah, komm, hören wir uns zum Abschluss. Hören wir uns das auch noch an? Hören wir uns noch an. Mal schauen, was jetzt los ist. Heute bei The Upload. Wir sprechen über Sky Larson, die geheimnisvolle Gründerin von BrokerTech. Jeder kennt ihren Namen, aber kaum jemand weiß wirklich mehr über sie. Heutzutage sehen wir sie sogar nur noch als Hologramm.
Sie war noch ziemlich jung, als sie BrokerTech gründete. Das Unternehmen, das bekanntermaßen der Welt Bagley brachte. Heute kann man sich eine Welt ohne Bagley kaum mehr vorstellen. Bagley ist die fortschrittlichste, wichtigste KI unserer Zeit. Mit ihm hat sie alle vorherigen KIs komplett in den Schatten gestellt. Meiner Meinung nach ist es wirklich unglaublich, was Sky Larsen mit Bagley vollbracht hat. Ja, man kann sich die Optik kaum ohne Bagley vorstellen. Aber was weißt du über Sky Larsen selbst? Nicht viel, außer dass sie wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist. Ich verfolge ihre Arbeit jetzt schon eine ganze Weile und sie war immer ein ziemlich privater Mensch. Angeblich ist sie auf dem Land aufgewachsen, aber wir wissen eigentlich fast nichts über sie, außer dass sie diese Technologie entwickelt hat, die wir jetzt alle nutzen. Ich fand das schon immer ein bisschen gruselig, dass sie so besessen ist von diesem Transhumanismus. Warum auch nicht, wenn man so ein unglaubliches Gehirn hat wie Sky? Natürlich muss man sich das zunutze machen. Wenn du deine Leistung durch Technologie steigern, deinen Körper und die Welt um dich herum verändern und verbessern kannst, wenn man Technologie verwenden kann, um sein Leben zu verlängern und die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern, warum nicht? Das hört sich an, als wärst du komplett verschossen in Sky Larsen. Kein Kommentar. Aber ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit. Sie ist einer dieser Menschen, die die Welt um uns herum transformiert haben. Und zu sehen, wie sie denkt und arbeitet, ist selbst aus der Ferne ziemlich unglaublich. Einige ihrer Technologien haben unser Leben grundlegend verändert und Bagley leistet der ganzen Menschheit wirklich große Dienste. Hab ich schon erzählt, dass ich Sky Larsen mal interviewt habe? Wirklich? Ich dachte, sie redet nicht mit den Medien. Das ist auch schon echt lange her. Damals war sie noch ein wenig offener und zugänglicher. Und sie war einer dieser Menschen mit einer unglaublichen Präsenz. Allein ihre Anwesenheit inspirierte dich und sie war einfach nur verdammt talentiert und gebildet. Vielleicht einer der besten Menschen, die ich je getroffen habe. Das klingt nicht besonders objektiv. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie sehr sympathisch ist. Es ist offensichtlich, dass sie das Menschsein verachtet. Ich vermute, sie ist der Ansicht, dass ein Leben als Daten besser ist als eines als Mensch. Sie ist einer dieser Menschen, die in allem, was sie tun, extrem methodisch vorgehen. Sie ist Perfektionistin und versucht wirklich, die Welt um uns herum zu verändern, damit wir es alle besser haben. Wenn du meinst. Oh Mann. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's jetzt für heute. Beim nächsten Mal schließen wir Bagley an. Ich hoffe, wir lösen damit keine Katastrophe aus. Und ich sage erstmal vielen Dank und ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Projekt. Ich auf jeden Fall. Ich habe schon ziemlich lange hier rumliegen, das Spiel. Digital liegen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Ey, steht ein Bierfass. Oh, ich habe kein Glas. Schade. Nun gut. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich sage erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.